Hey ho, let's go! Willkommen in meinem Kanal bei Dosco. Diesmal spiele ich Hardcore weiter mit neuem Headset. Ich hoffe, ihr erschreckt jetzt nicht, weil ihr meine Stimme mal im Originalzustand hört. So, dann gucken wir mal. Einiges haben wir ja schon hier zusammengesammelt. Wo ich sehe gerade, hier habe ich auch mein ganzes Kupfer drin, ne? Mein ganzes Geld. Ich spiele ja immer noch im Hardcore-Modus. Da machen wir direkt mal ein Silber draus. So, spaßeshalber ziehe ich auch noch den Goldfischhut an. So, tontechnisch werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal keine Probleme bekommen, da ich jetzt ein richtig schniekes Rocket-Headset habe mit integrierter Soundkarte und ich das Spiel auch sehr schön genießen kann. So, wo waren wir denn dran? Also, ein bisschen Holz hacken ist nie verkehrt. Dank auch mal wieder an alle Abonnenten, Freunde und Teamkollegen, die bei den Turnieren bisher mitgemacht haben und auch weiterhin mitmachen möchten. So, hier hatten wir ja eigentlich schon einiges erkundet. Genau, da kam unsere Brücke. Da mache ich mir noch einen kleinen Spaß draus. Damit das auch noch was aussieht. Die Brücke zum Berg. Auch nicht schlecht. So, Wooden-Plattforms haben wir auch. Oh, ich kann Bottled Water. Ah, da muss man in der Nähe von Wasser sein und eine Flasche dabei haben, so wie es aussieht. Ja, man muss über Wasser stehen. Oder im Wasser stehen wahrscheinlich. Ja, cool. Die brauchten wir auch noch für irgendwas. Dann nehmen wir uns mal 5 mit. Für irgendwas brauchten wir die noch, das weiß ich. Okay, habe ich keinen Hammer mit? Doch. Das hätte mich jetzt auch gewundert. So, und dann mache ich mir hier so ein schönes Geländer hin. Hau ab. Sparta! Okay, Holz reicht nicht für eine komplette schöne Brücke. Die bauen wir aber auch noch weiter aus und vor allen Dingen muss die auch irgendwo hinführen. Okay, da oben komme ich schon mal nicht hin. Das heißt, dann wird die auf der Ebene hier weitergeführt. Und dann würde ich fast sagen, so 3 sind wir jetzt drinne. Gehe ich hier 3 runter. Finden wir die Brücke direkt mit dem Untergrund, dann ist das unsere Brücke ins Dungeon oder in die Höhle. Boah, du Sack, du. Hau ab. 2, 3. Okay. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt auch ein bisschen besser verstehen, weil bei den anderen Aufnahmen fand ich das immer ein bisschen blöd, dass meine Stimme so einen komischen Effekt dabei hatte, weil es halt wirklich nur von so einer Webcam aufgenommen war. Jetzt habe ich schon DVD-Studio-Qualität in der Aufnahme. Das kommt dann hoffentlich wesentlich besser und vor allen Dingen habe ich 7.1 Surround Sound auf meinem Headset und kann damit alles hören hier, was hier vor sich geht. Haust du ab. Boah. Da trifft er mich noch. Zack, zack, zack. Stellen wir mal hier ein paar Fackeln auf. Damit wir auch was sehen.
heute war eigentlich schon wieder Turnierrunde, die ich auch gerne gestartet hätte, aber mit den Teams klappt das noch nicht ganz so gut. Irgendeiner lief dann andauernd, der Server leckt noch ziemlich. Da macht es nicht richtig Spaß, da zu spielen, weil man kaum eine Chance hat, da zu überleben. Was ich natürlich auch gerne mal machen würde, ist so ein Turnier im Hardcore-Modus, weil es teilweise gerade bei den Anfängen so bei den Teams ist, dass die sich dann unten in den Höhlen draufgehen lassen, damit sie wieder in ihrem Spawn-Point spawnen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Normalerweise sollte man darauf achten, dass man nicht drauf geht. Und das wäre im Hardcore-Modus dann schon eine ganz andere Liga, definitiv. Und ich kann es immer noch oft genug sagen, wer sich zu den Turnieren anmelden will, soll mir eine direkte Nachricht schicken. Ich sortiere zurzeit auch aus, welche Spieler wirklich da effizient mitspielen wollen und halt nicht andauernd liefen oder so ein Mist. Und auch Leute, die zu ungeduldig sind und nicht warten können, bis der Server mal startet und dann direkt loslegen will. Solche Leute werden auch in Zukunft nicht mehr mitspielen. Deshalb, ich muss das jetzt leider ein bisschen aussondern, weil halt wirklich zu viele Leute mitspielen wollen. So, jetzt gehen wir hier einfach mal durch. Jetzt haben wir natürlich kein Holz und können somit auch keine Leitern basteln. Das war sehr... Oh. Doch, war knapp. Nein! Uff. Oh Mann! Ich hab's aber auch mit dieser Schlucht. Da wäre ich das erste Mal auch schon fast drauf gegangen. So, jetzt aber. Vorsicht, ich spiele im Hardcore-Modus. Das muss ich mir immer wieder in Gedanken rufen. So. Es wird auch langsam wieder dunkel. Das heißt, ich müsste mich eigentlich auch mal wieder zurückbegeben. Also auf jeden Fall haben wir hier in dem Let's Play noch viel zu tun. Wie gesagt, riesengroße Karte, Hardcore-Modus. Es wird sau schwer und ich will alles hier alleine schaffen. Damit auch da ich mal wieder der Erste bin, der alles alleine schafft. Es gibt schon einige Let's Plays auch im Hardcore-Modus, wo die teilweise aber dann mit mehreren Leuten spielen, wo das Ding dann nicht ganz so schwer ist. Aber ich schaffe das Ganze allein. Ich bin ja der Pro-Gamer Terraria schlechthin. Da ist ein komisches Vieh, das auch ein Vulture. Oh, 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 okay, jetzt bläst er zum Angriff. Wie viel hatten wir? 40? Jetzt nicht mehr. Tschüss. Mit einem Glasfisch voll mit Goldfischen auf Jagd. In welchem Spiel kann man das noch machen? So, die kann man sich aber jetzt mittlerweile auch abhacken. Und jetzt habe ich keinen Platz mehr für Sand. Holz hätten wir ja auch noch gehabt. Das habe ich auch gerade eingesammelt. Okay. Wir gehen erstmal wieder zurück, würde ich sagen. Weil es wird auch dunkel. Und da kommen schon die ersten Dämonenaugen. Also im Singleplayer gefällt mir das Spiel immer noch am besten, weil es halt auch wirklich am flüssigsten läuft. Und da kann man das vernünftig spielen. Nicht so auf den Servern, das leckt teilweise echt sehr schlimm. So, dann machen wir uns im Holz direkt mal hier Planken. Da
Dirt brauchen wir auf jeden Fall nicht so dringend. Den können wir erstmal hier lassen. So. Na, das passt doch. Jetzt haben wir wenigstens auch ein Ziel, wo die Brücke hinführt. Hier das Treppengeländer zu Ende. Zack. Oh, da kommen schon die ersten Zombies. Da kommt mal her. Ist direkt auf die 12. Komm, geh drauf, du blöder Zombie. Juhu, und so können wir natürlich auch auf dem Geländer rumtanzen, wie es sich für eine richtige Brücke gehört. Oh, Zombie. Falsche Richtung. Da höre ich noch mehr Zombies. Obwohl ich mich gerade frage, warum ich die Zombies nicht mit dem Speer mache. Zack. Zack. Oh, schöne Zombies. So gefällt mir das. Na, komm her. Also für die Zombies ist der Speer das Beste überhaupt, was ich bis jetzt festgestellt habe. Und den Mondaugen kann man damit auch ganz gut. Aber Zombies gehen einfach am besten damit. So, was hatten wir denn jetzt hier drinne? Unsere Erze. Erze, haben wir überhaupt noch Erze mit? Ja, hier ist mal Iron Bar. Falsche Seite. Das war's da anscheinend erstmal. Hier kommt Topasse. Also Edelsteine rein. Da mein Geld. Haben wir auch wieder einiges zusammen. So, ein Händler fehlt mir jetzt natürlich auch noch. Und ich würde mal fast sagen, den Stern gehen wir jetzt erstmal holen. So, das heißt aber auch, wenn ich jetzt hier bei dem Wasser stehen bin, das Wasser verbraucht sich dann gar nicht, ne? Nee. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir uns das doch hier mal so als kleinen Brunnen. Dann haben wir wenigstens Wasser, also für Wasserflaschen. Keine Chance. Na, komm her. Geht doch. Nur, wo baue ich denn dann? Okay, Lager muss groß werden. 1, 2, 3. So, hier kann ich jetzt alles abpacken, ist sehr schön, wunderbar. Dann haben wir unseren Lagerraum auch bald fertig. Jetzt schon so einige Inventarprobleme bekomme, jetzt muss ich da schnell mal für eine Lösung sorgen. Oh, was, der kommt hier runter? Oh, ich habe die Tür auch offen gelassen. Na gut, lassen wir das mal, haben wir ein bisschen Spaß hier unten. Aber die anderen Türen, die mache ich dann zu. So. Damit den NPCs nichts passieren kann. Wir sammeln hier weiter effektiv Rohstoffe. Gucken, kommt der runter? Oder wie der runterkommt. Oh, ein Check.